Liebe Brüder und Schwestern, Adventzeit, Zeit der Vorbereitung auf das Hochfest der Geburt Christi. Ja, in dieser Zeit erklingt auch für uns diese Stimme des Rufers in der Wüste. In der Wüste unserer Welt bereitet den Weg des Herrn, ebnet ihm die Straßen, ja macht die Schluchten voll, füllt sie auf, tragt die Berge und Hügel ab. Und so müssen wir uns immer wieder fragen, wo sind in unserem Leben diese Berge und Hügel, die den Herrn daran hindern, zu uns zu kommen? Wo sind die Schluchten in unserem Leben, die verhindern, dass die Gnade Gottes zu uns fließt, das Heil zu uns kommt? Ja, unser Herz sollen wir bereiten für den Herrn, der kommen möchte. Er möchte ja in uns Wohnung nehmen. Unser Herz soll eine Wohnung sein für Gott, für Jesus Christus, den Sohn Gottes. So sind wir in dieser Zeit besonders eingeladen, uns zu besinnen auf das Wort Gottes, auf seine Gebote, auf Jesus, den Retter. Nehmen wir uns Zeit für die Stille, fürs Gebet. Drehen wir den Fernseher aus, das Radio, das Internet, das Smartphone. Aber hören wir hin auf dieses Wort Gottes. Alles, was uns daran hindert, uns auf dieses Wort zu konzentrieren, es zu überdenken, das sollen wir gerade jetzt in dieser Zeit beiseite lassen. Nein, es ist keine stille Zeit, diese Zeit des Advents. Es ist eine oft sehr laute, schrille Zeit. Gerade wenn man in die Einkaufsstraßen geht, ins Einkaufszentrum, grelle Lichter, so viel Werbung, so viel, was Glück, Freude anbietet, verheißt. Wo ist der wahre Friede, das wahre Glück zu finden? Nur bei Jesus, dem Sohn Gottes. Nur in Umkehr und Ruhe finden wir Kraft. In der Stille finden wir das wahre Glück, weil wir nur dort Gott begegnen können. So möchte ich Sie einladen, dass wir uns Zeit nehmen fürs Gebet. Besonders das Rosenkranzgebet ist ja eine Möglichkeit, still zu werden, wenn man diesen Rosenkranz ruhig betet. Es ist ja ein betrachtendes Gebet, es ist eine Meditation der Erlösung des Wortes Gottes. Und Maria, sie bittet für uns, sie führt uns immer wieder neu hin zu Jesus. Sie hilft uns, dass wir still werden, dass wir unser Herz ihm öffnen, seinem Wort. Gestern haben wir das Hochfest der ohne Makel der Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria gefeiert. Sie ist die Königin des Advents sozusagen, die Mutter des ewigen Wortes. Sie ist die Mutter des Schweigens und Hinhörens auf das Wort. Sie ist uns Modell in dieser Offenheit für Jesus, für sein Kommen, für sein Heil. Ja, möge Maria uns helfen, dass wir uns öffnen können für Jesus, für seinen Heiligen Geist, diesen Geist der Liebe, des Friedens. Dieser Geist Gottes, er möge uns stärken, dass wir die Berge in unserem Leben, die Hügel abtragen,
die Berge des Hochmuts und des Stolzes, die Hügel des Lasters, die Tiefen der Unversöhnlichkeit. Ja, immer wieder werden wir verletzt, weil wir alle letztlich arme, sündige, unvollkommene Menschen sind. Auch von jenen Menschen, die wir eigentlich sehr gern haben, die wir lieben. Aber es lässt sich nicht verhindern. Immer wieder passieren Verletzungen. Wir verletzen andere, aber werden auch selber oft verwundet. Und so sollen wir gerade jetzt in dieser Zeit diese Barmherzigkeit üben, einander von Herzen verzeihen, vergeben, wenn wir verletzt worden sind. Und auch um Vergebung bitten, wenn wir andere beleidigt haben, verletzt haben, mit unserer Lieblosigkeit. Gott ist Liebe. Nur dort, wo er ein liebendes Herz findet, kann letztlich Gott einkehren, kann er ankommen. Ja, lassen wir uns neu erfüllen von diesem Geist der Liebe und Barmherzigkeit. Von dieser Versöhnung, die der Vater uns anbietet in seinem Sohn, besonders auch in der Beichte im Bußsakrament. Dann können wir wirklich diesen wahren Frieden finden, dieses wahre Glück, das der Vater uns in seinem Sohn schenken möchte, durch sein Kommen. Dann werden wir neu bekleidet mit seiner Herrlichkeit. Lassen wir uns neu bekleiden vom Herrn. Er möchte diese Armseligkeit hinwegnehmen, die Traurigkeit, die Freudlosigkeit, den Unfrieden. Er möchte uns befreien von den Lastern, von allen Süchten, von dem, was uns wegzieht von Gott, von den Götzen, die sich manchmal breit machen wollen in unserem Leben, in unserem Bewusstsein, in unserem Herzen. Jagen wir nicht dem Geld und dem Besitz nach, dem Ansehen unter den Menschen, sondern schauen wir auf Jesus, der sich erniedrigt hat aus Liebe zu uns. Er wurde ein kleines Kind, schwach und hilflos. Er vertraut sich Menschen an. Er vertraut sich auch uns an, weil er an uns glaubt, weil er weiß, dass wir ja diese Kraft in uns tragen, diese Kraft des Heiligen Geistes, seine Gnade als Getaufte, diese Kraft, die uns umwandelt, die uns hilft, Zeugen seines Heils, seines Reiches zu sein. Ja, möge der Herr uns ermutigen und stärken durch die Fürsprache seiner und unserer Mutter Maria, der Mutter des ewigen Wortes, der Mittlerin aller Gnaden, der Königin des Friedens. Möge der Herr uns helfen, dass wir alle Täuschungen durchschauen, dass wir uns nicht in die Irre führen lassen von trügerischen Lehren, von falschen Ideologien, die uns in die Irre führen, die uns in den Abgrund führen, sondern vertrauen wir dem Herrn, seinem Wort. Er ist mit uns. Er stärkt uns auf unserem Weg und er schenkt uns den wahren Frieden. Amen.